Comics TV. Heute bei Panini Comics TV haben wir einen Schwerpunkt auf dem dunklen Ritter, auf Batman. Und da habe ich mir Unterstützung geholt, nämlich den Christian. Servus, grüß dich Christian. Du bist der Gründer vom DC-Blog und da ist natürlich Batman eine Lichtgestalterin, der dunkle Ritter. Ja, könnte man so sagen, ist auf jeden Fall sehr prominent vertreten. Sag mir noch ein bisschen kurz was zum DC-Blog. Wann habt ihr das Ganze angefangen? Wie viele Mitglieder habt ihr und wo findet man das überhaupt? Ja, also wir sind 4 Leute zurzeit. Wir haben vorher auch ein paar mehr gehabt, wir waren auch schon mal weniger. Aber ich habe jetzt ein sehr, sehr gutes Team, was sich auch wirklich sehr viel Mühe gibt, dass wir euch immer mit guten News versorgen können, auch zeitnah und natürlich auch Spotlights, Rezensionen, all solche Geschichten, dass man so täglich auch auf den Blog schauen kann und da auch was findet. Und wie viele Mitglieder habt ihr jetzt insgesamt, die bei euch die täglichen News und alles möglicherweise lesen? So, auf Facebook haben wir jetzt ca. 1800 Leute, die wirklich Likes da gelassen haben. Man sieht an der Reichweite natürlich, dass ein bisschen mehr dabei ist. Und die Website, die sich gerade geöffnet hat, da ist es ein bisschen weniger, aber wir haben einen sehr rasanten Anstieg, muss ich sagen. Also von den ersten paar Tagen, wo man 3 Hits hatte, sind wir jetzt schon auf 100, 200, teilweise 300 Hits pro Tag. Und das innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten oder so, dass sie wirklich online ist. Also da sind wir relativ fix dabei. Warum denn jetzt eigentlich DC? Liegt dir DC mehr als Marvel? Ganz ehrlich? Eine ketzerische Frage. Nein, also ich liebe Marvel auch. Ne? So ist das nicht. Man muss auch einfach sagen, der Marvel-Blog, den gibt es schon. Und der Marvel-Blog ist fantastisch. Die machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Und man kann da gar nicht versuchen, jetzt zu sagen, ich mache den Marvel-Blog, weil die sind so fest in Stein gemeißelt. Da hat man keine Chance. Aber DC gab es halt nicht. Da haben wir halt einfach gemerkt, da ist ein Loch. Da sollte jemand was tun. Haben wir uns für genommen, weil wir da, ich meine, ich bin ein riesen Superman-Fan und Batman-Fan und also DC ist eher meine Welt. Ich mag Marvel, aber DC ist mehr meine Welt und die Kollegen sind da auch sehr, sehr stark DC-lastig und ja, da brauchten wir halt etwas, was beim Marvel-Blog mitschwingen kann. Und Lass uns mal jetzt weiter zu Batman gehen. Batman, ich habe gesagt, da haben wir dieses Mal einen Schwerpunkt und natürlich deswegen, weil der Batman-Tag auch im Raume steht. Der findet statt am 21. September, also draußen im, ja, der großen, weiten Comicwelt in Deutschland kann man wieder in die Shops gehen und es gibt ganz viele Extras und das Ganze steht natürlich in diesem Jahr im Zeichen des Geburtstags von Batman, ein runder Geburtstag, ja. Und der Gute wird 80, das sieht man ihm eigentlich gar nicht an. Jetzt die Frage, wann hast du Batman denn zum ersten Mal so kennengelernt in deiner Comic-Historie? Also da war ich noch nicht mal in der Schule. Also das ging super früh, weil ich habe immer dazu tendiert, in das Zimmer von meinem Onkel zu schleichen. Der war schon ein bisschen älter als ich und der hatte auch schon so ein paar DC-Comics da gehabt und die habe ich dann einfach genommen. Und er durfte mir halt nichts tun, weil sonst hat er davon auch mal Ärger gekriegt. Da war ich dann ziemlich safe so und konnte mir so ein bisschen was nehmen, was ich wollte. Und das war dann so viel Adams-Zeugs. Ne? Also ja. Neil Adams Batman war zu der Zeit sehr angesagt. Das kannte man auch aus dem Harper Verlag. Und ja, da waren so die ersten Sachen von Batman. Und natürlich, ich bin ein 80s-Kid, Anfang der 80er Jahre. Da kam der Batman-Film, der erste, und ich glaube, mich zu erinnern, Batman war fast das einzige DC-Merchandise, was es gab. Ne? Also für Kinder, die einfach nur in einen Kinderladen gelaufen sind, gab es eigentlich nur den Batman. Ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Charaktere und den feiern wir jetzt. Und da du gerade Neil Adams gesagt hast, es gibt ja auch tatsächlich jetzt die Neil Adams Kollektion im Hardcover. Das wird auch exklusiv zum Batman-Tag in den Auslagen bei den Shops stehen. Ein Riesending, alles was Neil Adams damals in seiner Hochphase in den 80er Jahren, Anfang 90er Jahren gezeichnet hat, ist da zusammengefasst. Er hat ja wirklich Batman geprägt und das Ganze sind Hardcover-Ausgaben mit Schubert drumherum. Insgesamt 756 Seiten zum zwar stolzen Preis von 175 Euro, aber ich würde mal sagen, das ist es echt wert. Und das ist etwas, was ihr findet, wenn ihr beim Batman-Tag in den Shop seid, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt den Batman, der lacht. Du hast verfolgt, wo der hergekommen ist? Ah ja, klar, aus Metal. Also Batman, der lacht, ist auch absolut eine meiner Lieblingsfiguren. Straight, ganz schnell, der war da. Ich liebe den. Ich habe schon eine Statue von dem zu Hause rumstehen. Alles, ich liebe die Figur. Eine super Erfindung. Es ist ein böser Batman, der eben aus diesem Paralleluniversum kommt, das bei Metal so eine große Rolle gespielt hat. So, yeah. Und da gibt es jetzt den Start der Serie und der Batman, der lacht Nummer 1, den gibt es in ganz vielen Variants am Batman-Tag, weil nämlich jeder Shop, der teilnimmt, hat sein eigenes Variant bekommen und das ist eine ganze Menge. Das Problem an der Sache ist, in eurem Shop gibt es immer nur die
Shop-Variante. Das ist also etwas, da können die Sammler sich jetzt richtig einschenken. Ja, aber das ist, ich finde das sehr spaßig. Also die Shop-Varianten sind ja jetzt auch nichts Neues. Gab es ja schon ein paar Mal. Der dunkle Kreuzzug damals, der letzte Kreuzzug von Batman Dark Knight. Und da war das ja schon so. Und die, die man haben möchte, kann man sich ja natürlich direkt auch noch online bestellen in den meisten Fällen. Ich hatte das Glück, mein Laden hatte genau das Variant, was mir am meisten am Herzen lag. Dann gibt es auch noch Variants, die gibt es in allen Shops. Das sind die aus der aktuellen Serie. Ich glaube, da ist die Nummer 30 in dem Augenblick gerade dran. Und die gibt es im Metallic Look, also die aktuelle Serie, die Tom King schreibt. Im Metallic Look sehr schön. Und was am Batman-Tag auch, wie eben an diesen ganzen Zelebrationstagen der Fall ist, die ganzen Shops machen auch immer noch eigene Aktionen. Dann kommt jetzt noch, hatte ich ganz vergessen, eine Anthologie raus. Und zwar die größten Batman-Feinde. Da gehört der Batman, Superfeind Joker dazu, aber noch ein paar ganz andere. Und ich liebe diese Anthologien, weil man eben so ein bisschen Überblick bekommt. Die besten Geschichten seiner Feinde in einer schönen Anthologie. Und wir feiern auch ein neues Kreativteam. Und zwar bei Detective Comics, da mit der Nummer 30, übernehmen dort auch Peter Tomasi und Doug Mankey. Für mich einer der ganz großen Zeichner. Und in der ersten Geschichte, da wird nochmal der Tod von Batmans Eltern neu aufgegriffen. Und das geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Und danach die Ermittlungen von Batman, die ihn durch die gesamte Welt führen, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein richtig geiles Teil. Ja, auf jeden Fall. Tomasi und Mankey haben ja auch die Superman-Reihe gemacht vorher. Fantastisch. Also das war ein super Neustart bei Rebirth, was sie da abgeliefert haben. Ich liebe es. Bendis hat er jetzt übernommen, aber ich liebe den Mankey und Tomasi-Run. Absolut. Also kann man nur empfehlen, Detective Comics, wenn man einsteigen will, ist wahrscheinlich jetzt ein super Punkt. Und ich empfehle euch, nehmt die Beine in die Hand am 21. September und geht in den Comicshop eures Vertrauens. Da einfach mal richtig Batman abgrasen, richtig in die Sammelkiste greifen. Und weil wir so viel Batman gemacht haben, geht es natürlich jetzt auch weiter mit Batman bei Musst du lesen? Ja, und bei Musst du lesen heute, ach, ganz viel Batman auch wieder. Viel. Es gibt unglaublich viel Material von Batman, das man eigentlich gelesen haben sollte, mit Klassikern, aber auch neueren Sachen. Wir fangen an mit einer neueren Sache. Die wurde auch ausgezeichnet erst kürzlich beim Comic Festival in München mit dem Pen-Preis bester nordamerikanischer Comic, nämlich Jean Murphy und Batman, der Weiße Ritter. Und den hast du da gerade und blätterst darin. Ja, also ist wirklich eine der besten Geschichten, die aktuell von Batman überhaupt rausgekommen sind, oder? Ja, also auf jeden Fall. Aktuell auf jeden Fall. Und ich glaube auch, der wird viele Jahre wirklich noch in aller Munde bleiben. Die Fortsetzung läuft schon und ist echt eines der besten Dinger, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Das ist sowas, was man einen modernen Klassiker nennt. Ja, auf jeden also, Fall. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Geschichte. Umgedrehte Vorzeichen. Der Joker ist mentally nicht mehr ill, sondern mittlerweile geheilt und eigentlich befindet er sich auf der Seite des Guten und bringt Batman eigentlich in eine Bredouille, weil Batman mit seinen Methoden ja eigentlich immer schon so hart an der Illegalität kratzt oder auch sie überschreitet und das wird eben da drin wunderbar thematisiert und Jean Murphy ist damit eigentlich auch so ein bisschen aufgestiegen in die Kategorie der Autoren und auch Zeichner, weil der zeichnet auch noch nebenher, dass man einfach sagen muss, ja, das ist schon mal richtig, richtig stark. Ne? Ja, auf jeden Fall, also der hat halt das Komplettpaket. Ne? Er hat Zeichnungen, die sehr anders sind, einen Stil, den man direkt wiedererkennt. Und er hat auch einen Erzählstil, der sehr, sehr ausgefeilt ist. Also ich würde sagen, es ist beides auf gleichem Level und deswegen macht es auch unglaublich viel Spaß zu lesen. Ja, und was gab es denn noch so in den letzten Jahren? Also wir haben hier einen Band, den ich schon mal auch wahnsinnig toll fand. Das ist der Joker-Band, der jetzt auch in einer Deluxe-Variante vorliegt. Den muss man auch gelesen haben, aber ich glaube noch besser. Persönlich, also in meinem ganz, ganz persönlichen Lieblingskategorie Dingsbumsel, da geht es nämlich der Killing Joke ganz weit vorne, den es auch in einer Deluxe-Variante mittlerweile gibt. Und das ist wirklich eine der Top-Geschichten, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, sie ist auch sehr leicht zugänglich, weil sie ist nicht zu lang. Tatsächlich war so der Animationsfilm, braucht da extra Material, weil die Geschichte an sich gar nicht so lang ist. Aber sie hat
ich sag mal, in der Kürze liegt die Würze. Was da drin verarbeitet wird, ist fantastisch. Alan Moore ist nicht umsonst sehr bekannt und fantastische Story. Ja, allein, dass Alan Moore da mitgeschrieben hat, macht natürlich diese Geschichte schon sowas Besonderes. Man kann überhaupt sagen, die ganz großen Autoren und auch Zeichner haben sich an Batman nicht nur versucht, sondern auch brillante Umsetzungen geschaffen. Ganz weit vorne natürlich die Rückkehr des Dunklen Ritters von Miller. Ja. Also an der kommt einfach keiner vorbei. Das ist ein absolutes Muss. The Killing Joke, Killing Joke hatten wir schon. Dann Mad Love gehört unbedingt in diese Kategorie rein von Bruce Paul Dini und Bruce Timm. Richtig, genau. Wo eben auch Harley Quinn eigentlich definiert wurde darin. Dann das lange Halloween. Eine Story, die bei mir ganz lang unter dem Radar lief und aber die von den Fans immer wieder auch gefordert wurde. Hast du die auch gelesen? Ich muss sagen, sie liegt auf meinem Stapel der Schande. Ich muss sie unbedingt lesen, sie liegt da rum, aber ich kam noch nicht dazu. Ich warte aufs nächste Halloween, so, das ist das Problem. Außerdem ein Todesfall in der Familie, ein Riesending auch. Den gibt es jetzt in einer neu überarbeiteten Version. Ab Oktober gibt es die, sollte man unbedingt gelesen haben. Und natürlich auch aus den letzten Jahren ganz noch aktuell, Der dunkle Prinz von Enrico Marini, der erste europäisch gezeichnete Batman, wo man Enrico einfach freie Hand gelassen hat und er quasi ein Album daraus gemacht hat. Also das ist wirklich auch nochmal was ganz Besonderes. Ja, ist auch eine super Story, fand ich. Die ist sehr kurzweilig eigentlich, aber sehr spannend. Und die grafische Umsetzung ist halt echt was anderes, aber auch sehr passend. Und die Hardcover sind wunderschön. Und jetzt hängen wir noch einen dran, der auch ziemlich modern ist, den man gelesen haben sollte. Bei musst du lesen. Und ich muss aber sagen, das ist nur eine Auswahl. Also es gibt bei Batman noch so unendlich viel mehr geiles Material. Aber einer, der auch noch richtig klasse ist, ist Damned. Und dafür haben wir einen Clip für euch. In der neuen Serie Batman Damned erscheint die Welt des dunklen Ritters so düster und grimmig wie selten zuvor. Gothams Beschützer erwacht in einem Krankenwagen, flüchtet schwer verletzt und erfährt wenig später, dass der Joker ermordet wurde. Hat etwa Batman den Clownprinzen des Verbrechens umgebracht? Seine Ermittlungen führen den Mitternachtsdetektiv in die okkulten Gefilde von John Constantine und Deadman. Zudem wird enthüllt, dass Bruce als Junge einer dämonischen Hexe begegnete und sein Vater ein Geheimnis hatte, das die Familie ins Unglück stürzte. Top-Autor Brian Azzarello und Ausnahmekünstler Lee Bermejo arbeiteten bereits an Batman Joker und Before Watchmen Rorschach erfolgreich zusammen. Mit Batman Damned legt Azzarello eine harte, ruchlose Interpretation des Batman-Mythos vor, in der sich der frühere Hellblazer-Autor auf Batmans Wurzeln in Krimi und Horror besinnt. Bermejo visualisiert die intensive Handlung und ihr finsteres Setting in atemberaubenden Bildern, die im großen Albumformat so richtig brillieren. DCs neues Black Label kennzeichnet eigenständige Geschichten in der Tradition des Klassikers Batman The Killing Joke. Comics, die Neueinsteiger, Gelegenheitsleser und Kenner gleichermaßen packen und begeistern. Batman Damned ist auf 3 Alben angelegt und eine verdammt gute Mystery Story um den dunklen Ritter. Wie immer wollen wir natürlich auch etwas verlosen und das wollen wir, weil wir dann die ganze Zeit von Batman es haben, natürlich auch aus diesem Batman-Konglomerat, das wir euch heute vorgestellt haben. Und es gibt eine Deluxe-Version von Enrico Marinis Der dunkle Prinz, das heißt nochmal größer, als es schon in der Albumversion war und natürlich limitiert und richtig schön in der Ausfertigung. Und deswegen würde ich mal sagen, das möchte ich heute verlosen. Und als Antwort möchte ich euch eine Frage stellen. Nein, das ist doch Quatsch. Ich möchte euch eine Frage stellen, die ihr mir beantworten müsst, um das gewinnen zu können. Und zwar, wir haben das die ganze Zeit ausgespart. 80 Jahre Batman. Wir feiern, wir feiern, wir feiern. Aber wer sind denn eigentlich die Masterminds hinter Batman, die ihn damals aus der Taufe gehoben haben? Da gibt es 2 Namen, die erklingen sollten, beziehungsweise die ihr niederschreiben solltet in der Antwort auf die heutige Sendung. Einhergehend mit gerne Lob, das habe ich immer, also freut mich persönlich, oder aber mit Kritik, wenn es denn etwas zu kritisieren geben sollte.
Und du weißt die Antwort, oder? Ja, klar. Ich muss mich total wehren, dass sie nicht rausfliegt. Aber du darfst natürlich auch mitmachen. Also es ist, wir verlosen das ja dann hinterher. Also jeder muss seine Antwort reinschreiben und wir losen dann aus, wer diesen Deluxe-Band bekommt. Ja, ein DC-Thema haben wir noch, das ist nicht Batman. Es startet eine neue Serie mit Green Lantern. Green Lantern Nummer 1 von Mastermind Grant Morrison persönlich geschrieben und Liam Sharp zeichnet das Ganze. Schöne Weltraumstory und Green Arrow am Rande spielt auch noch mit. Die beiden haben ja auch immer so eine ganz besondere Beziehung miteinander, vielleicht weil sie beide grün sind. Wie ist deine Beziehung zu Green Lantern? Also Green Lantern fand ich immer super toll. Ich habe auch ein Bild im Kopf von dem ersten Green Lantern Heft, was ich je in der Hand hatte, was wieder bei meinem Onkel in der Schublade lag. Es tut mir leid. Also das war das Erste, was ich hier gekrallt habe. Fand ich immer fantastisch. Gerade die neueren Stories seit Geoff Johns. Also unglaublich. Das ist ein neues Level, was da kam und das ist fantastisch. Green Arrow habe ich erst durch die Serie kennengelernt, so richtig. Also ich kannte ihn vorher, ich fand ihn nie sonderlich toll. Aber die Serie von CW, die habe ich richtig, richtig gefeiert und seitdem lese ich auch Green Arrow wieder. Gibt ja auch ein paar tolle Megabände dazu. Und ja, also die neuen Sachen sind auch echt zum Abfeiern. Also Rebirth ist fantastisch von Green Arrow. Ich fand Green Arrow immer deswegen toll, weil er diese Trickpfeile hatte. Das ist heute gar nicht mehr so ein ganz großes Thema. Aber in der Zeit, wo ich angefangen habe, Comics zu lesen, da hatte er wirklich so Pfeile mit Boxhandschuhen drauf. Und das fand ich einfach als Kind total faszinierend. Dabei fällt mir ein, bevor wir zu Marvel übergehen, du hattest uns hier etwas mitgebracht und zwar diesen Band. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das war mein erstes Batman-Buch, was ich tatsächlich selber gekauft habe, auf dem Flohmarkt als kleiner Junge. Und da konnte ich mich direkt daran erinnern, dass ich das noch hatte. Ja, und das wollte ich dann einfach mal zeigen. Und wie man auch sehen kann, Neil Adams. Ne, der hat damals schon alles geprägt. Der hat mich geprägt und ganze Generationen mit seiner Darstellung von Batman in diesem Blau-Grau-Kostüm, was ja heutzutage kaum noch zu sehen ist, als er alles schwarz, lila. Aber fantastisch, das musste ich teilen. Gut. Und damit kommen wir zum anderen großen Heldenuniversum, nämlich zu Marvel. Und da steigen wir ein mit Deadman Logan. Und dazu muss ich gar nicht mehr sagen, denn dafür haben wir einen Clip. Wolverine ist unbesiegbar. Nun aber läuft die Zeit des X-Men ab. Der alte Mann namens Logan, der aus einer alternativen Zukunft stammt, wird definitiv an einer Adamantium-Vergiftung sterben. Bevor er aus der Welt tritt, muss der grau gewordene Berserker noch eine Sache regeln. Logan will verhindern, dass der Superschurke Mysterio ihn in seiner bekannten Zeitlinie mit Illusionen dazu bringt, alle anderen X-Men zu killen und die Erde zu verdammen. Kann Logan die Zukunft in seinen letzten Tagen als Held der Gegenwart zu einem besseren Ort machen? Mark Miller und Steve McNiven ersannen den Wolverine von morgen einst für ihren modernen Marvel-Comic-Klassiker Old Man Logan, der den letzten Wolverine-Film mit Hugh Jackman maßgeblich inspirierte. In den Comics trieb sich der betagte Logan zuletzt eine ganze Weile im Hier und Jetzt herum. Autor Ed Brisson und Zeichner Mike Henderson konfrontieren ihn in der zweibändigen Serie Dead Man Logan mit seinem unausweichlichen Ende. Neben Mysterio, Crossbones und anderen Bösewichten schauen auch Hawkeye und die Avengers auf Wolverines Abschiedstour vorbei. Das Beste kommt zum Schluss. Mit Hendersons ausdrucksvollen Zeichnungen und Brissons großartigem Gespür für alle Figuren. Deadman Logan 1 läutet das Ende einer Ära ein. Und der Schlussstrich wird mit scharfen Krallen gezogen. Ja, das war's also mit Logan, dem Deadman Logan. Und jetzt kommen wir zu Spider-Man und da beginnt eine neue Storyline, die es wirklich in sich hat. Und zwar beginnt die Jagd. Sie beginnt hier in diesem Heft. Und ja, wenn die Jagd beginnt, dann bedeutet es, ein ganz bestimmter Charakter kehrt zurück ins Rampenlicht, nämlich Kraven der Jäger. Kraven der Jäger, jawohl. Und es ist eine absolut geile Storyline, die hier läuft. Ich habe mir lange überlegt, was spoilere ich daraus, um so ein bisschen Lust drauf zu machen. Und ich glaube, es gibt ein Detail, das man durchaus erzählen kann, ohne von der Story zu viel zu verraten. Und zwar, Kraven
ist ja nicht nur der Jäger, sondern er sieht sich auch so ein bisschen natürlich als Beschützer des Tierreichs auf eine ganz, ganz weirde Art. aber vor allem hat er Probleme damit, dass einige Superhelden und Superschurken Tiere adaptieren. Er ist der Meinung, dass hier das Totem der Tiere gestohlen wird und damit ja eigentlich eine Tabuverletzung von diesen Superhelden und Schurken gemacht wird. Und da gibt es wirklich sehr viele, von Reno über die Echse bis eben zu Spider-Man oder auch Black Cat. Und die habe ich jetzt deswegen genannt, weil die auch wesentliche Anteile in dieser Storyline haben. Und die werden nämlich von Kraven zur Jagd freigegeben. Aber wie und warum? Da hülle ich mich jetzt in Schweigen. Ist aber eine geile Story. Lesen, genau. Ja, das war es dann auch schon fast mit den Superhelden. Bei Marvel findet ja in letzter Zeit auch immer noch Conan statt. Wir haben die neue Serie und da gibt es jetzt noch den Band Savage Sword of Conan, also das Schwert von Conan hieß es früher. Und da gibt es jetzt eine Nummer 1, ein abgeschlossener Band für alle Conan-Fans da draußen. Ein Ding, das man sich auch unbedingt holen sollte. Du zeichnest ja selber auch. Ja. Ja. Ich habe mir ein paar von deinen Sachen angeguckt. Du bist auch ziemlich gut. Wann hast du denn angefangen zu zeichnen? Ja, also tatsächlich, ich habe schon als Junge angefangen, also mit 10, 11, 12 dauernd gezeichnet. Ich wollte auch immer Comiczeichner werden. Das Problem war, als ich dann 18 war, von der Schule kam und Comiczeichner werden wollte, habe ich mich erkundigt und habe gehört, oh, es gibt einen Superhelden-Comic in Deutschland und das hieß Helden damals. Ja. Und habe dann gelesen. Von Paul und Paul. Genau. Und dann habe ich aber gelesen in einem Interview, dass man nur davon nicht leben könnte. Da habe ich meinen Traum dann begraben, leider. Irgendwie ist mir nie der Gedanke gekommen, ich könnte alles, was ich habe, verkaufen, nach Amerika gehen. Da war ich mit 18 einfach noch nicht reif genug für. Habe es dann erstmal sein gelassen, habe 3D-Design gemacht. Ich habe ein paar Jahre als Fotograf gearbeitet. Und als ich dann wieder in die Comics zurückgegangen bin, habe ich auf einmal gemerkt, oh, es gibt das Internet. Man kann jetzt von der ganzen Welt aus als Comiczeichner arbeiten. Ja, und da habe ich dann direkt gesagt, das wird's wieder. Ich habe mich wieder eingedeckt mit Zeichenkram, mit allem Möglichen und habe wieder angefangen. Und dann, es dauert ein bisschen, bis man wieder zurückkommt. Und man feilt ja immer dran, ich mag meine Sachen nie, aber trotzdem mache ich weiter. Es ist immer so eine Überwindung, die man braucht, das auch öffentlich zu teilen und dann die Reaktion abzuwarten. Dann darf man das auch nicht zu ernst nehmen, wenn Kritik kommt. Man darf aber auch nicht zu hoch fliegen, wenn jemand sagt, das ist gut. Ja, und deswegen bin ich jetzt fest dabei. Der Name ist dann auch Programm Create My Comic und das ist ein festes Ziel. Ich werde auf jeden Fall einen Comic machen. Und du hast eine Website? Ja, createmycomic.com. Also da habe ich dafür gesorgt, also jedes Netzwerk, überall, wenn man Create My Comic sucht, das bin immer ich. Zeichnest du denn auch Schweinskram? Nicht öffentlich. Nicht öffentlich. Gut. Wir bei Panini haben zumindest eine Serie, die, sagen wir mal, die kratzt so ein bisschen am Schweinskram. Das ist nämlich unsere Serie Sonnenstein. Und zwar ist das eine BDSM-Love-Story. Und von einem großartigen Zeichner, Stjepan Sejic, hat die gezeichnet, der auch tatsächlich ganz viele Superhelden-Sachen schon gezeichnet hat. Ich glaube, sein aktuelles Programm ist ein Harleen, also ein Harley Quinn-Comic, der auch demnächst bei uns erscheinen wird. Und er hat eine ganz eigenartige Art zu zeichnen. Sie sieht sehr realistisch aus, aber gleichzeitig sehr verspielt und es macht wahnsinnig Spaß. Außerdem hat er ein tolles Feeling für Stories und diese BDSM-Liebesgeschichte Sonnenstein, die gehört wirklich zum Besten, was es im Bereich gibt. Ist ein bisschen Schweinskram, aber es ist nicht sehr explizit. Also man kann das durchaus einfach mal auch so lesen, wenn man sich jetzt nicht gerade vor ich habe gesagt, wollte ich gar nicht. Wenn man sich vor Piep fürchtet, dann kann man das trotzdem lesen. Nein, es ist eine wunderbare Story. Die Ursprungsstory wurde mit Band 6 abgeschlossen und hier haben wir Band 7 vorliegen. Das ist eigentlich eine Fortsetzung oder aber ein Prälude, wie es so schön heißt. Das ist beides in einem. Es setzt eigentlich die Geschichte fort, setzt aber inhaltlich vorne an und ist wieder wunderbar geworden. Es ist mit sehr viel Humor geschrieben und natürlich ein bisschen pikant. Ja, die ersten 6 Bände gelesen haben, die werden von diesem hier nicht enttäuscht sein. Wer noch niemals zu Sonnenstein gegriffen hat, um es zu konsumieren, unter der Bettdecke natürlich, der sollte jetzt damit einsteigen und vielleicht hat er dann auch Lust, die ersten 6 Bände noch zu lesen. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt von Sonnenstein auf das letzte Einhorn kommen soll.
Aber tatsächlich gibt es auch da jetzt eine Graphic Novel, ist ja ein Wahnsinnsfilm. Ich glaube, die meisten kennen ihn einfach aus ihrer Jugend. Ist einfach in Sachen Animationsfilm was vom Besten, was rausgekommen ist. Und da gibt es jetzt eine neue Comic-Interpretation davon, wunderschön geworden. Und da kann ich nur sagen, wer den Film geliebt hat, wer die Zeichentrickserie, nicht Serie, wer den Zeichentrickfilm geliebt hat, der muss hier dazu greifen. Das ist einfach wunderbar. Als letzten Comicpunkt für den heutigen Tag, The Kitchen, hatten wir vor einiger Zeit schon mal vorgestellt. Im September jetzt kommt endlich der Film dazu raus, zu diesem Vertigo-Band The Kitchen. Und deswegen wollen wir hier nochmal Bezug nehmen darauf. Genauer Filmstart findet ihr unten eingeblendet. Und jetzt gibt es einen Clip, der euch ein bisschen in den Comic hineinführt. New York ist in den 1970ern ein nahezu gesetzloser Moloch. Hell's Kitchen, der Bezirk zwischen der 34. und 57. Straße, ein Brennpunkt. Hier wird man entweder durch die Mangel gedreht oder ist der Typ an der Mangel. Dass es so läuft und nicht anders, wissen Kath Brennan und ihre jüngere Schwester Raven schon seit der Kindheit. Jahre später wandern ihre Männer in den Knast. Der Ernährer von Freundin Angie Dillon ist mit eingebuchtet worden und so beschließt das Trio, die Geldeintreiberei fortan selbst in die Hand zu nehmen. Doch gleich zu Beginn unterläuft Kath ein folgenschwerer Fehler. Sie schießt Frankie Castellano ins Koma. Und der ist leider der Bruder eines berüchtigten Mafiosos. Die erfahrenen Amerikanerinnen Ming Doyle und Jordi Belair haben den kompromisslosen Krimi um die drei Gangsterinnen gezeichnet und koloriert. Die Cover sind von Becky Cloonan. Ab September ist The Kitchen unter der Regie einer Frau im Kino zu sehen. Geschrieben wurde die Hardboiled-Story jedoch von einem Engländer aus dem Seebad Brighton. Olly Masters hatte zuvor nur für Independent-Verlage gearbeitet. Auf die Frage eines Interviewers, wie es war, plötzlich vom renommierten Label Vertigo verlegt zu werden, antwortete er, bezahlt zu werden war ein Schock. Vielleicht ging es ihm da wie seinen drei Heldinnen. Aber es wird schnell zur Gewohnheit. The Kitchen, wer sich den Comic Talk mit Hella von Sinnen hin und wieder anschaut, in der Oktoberversion wird The Kitchen auch dort besprochen und ich bin jetzt schon gespannt, was Hella und ihre Spießgesellen und Gesellinnen dazu wohl zu sagen haben. Hast du da auch schon mal reingeschaut? Ja, klar. Ja, das ist also quasi so verrückt wie das, was wir hier machen. Ja, Minimum. Kochst du gerne? Nein. Ich koche wahnsinnig gerne und deswegen schließe ich die heutige Sendung ab mit einem Non-Comic-Produkt. In unseren Buchreihen finden sich ja auch einige wunderbare Kochbücher, von teilweise Videospielen adaptiert, aber auch teilweise aus den Comics raus, also immer etwas Nerdiges. Und jetzt haben wir etwas Neues im Programm, das heißt Holly Food. Und ja, einmal quer durch die Filmgeschichte, was es dort an Kulinarischem jemals gegeben hat, alles in diesem Buch zusammengefasst, ist jetzt ein bisschen großspurig gesagt, aber natürlich geht es genau in diese Richtung und es sind wunderbare Gerichte drin und ich bin schon die ganze Zeit immer am Herd und versuche mich da durchzukochen. Wer sich also für Kochen interessiert und gerne so ein bisschen den nerdigen Touch auf den Tisch bringen will, der ist hier bestens bedient und ja, damit kann ich sagen, guten Appetit. Ich bedanke mich bei Chris dafür, dass er heute da war und wir verabschieden uns, oder? Ja. Schaut mal da in den DC-Blog rein. Auf jeden Fall.